Und willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars The Old Republic. Und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen kränklich und ihr merkt schon, meine Begrüßung ist anders. Ich nehme das gerade nach den Videos, die ich vorproduziert habe. Und das nächste Problem ist, als ich aufnehmen wollte, habe ich vergessen, weil ich habe NVIDIA Broadcast das neue Update geladen und da war das Mikrofon nicht mehr bei OBS synchronisiert. Und ja, jetzt sind wir wieder 5 Schritte weiter. Okay. Also ich erkläre mal, was ich gemacht habe. Ich habe hier diesen Auftrag angenommen. Da sollen wir solche Sklaven vertreiben, weil die einen Aufstand führen. Und hier von den Typen sollten wir die Dose Toxin holen, damit wir sie halt dann töten. Ne? Und ich musste dann halt entscheiden, ob entweder schnell töten oder halt quälen. Und ich habe alle auf schnell töten. Und jetzt müsste man das halt machen. Und hier ist dann halt noch der eigentliche Auftrag. Naja, ist jetzt nicht so schlimm, habt ihr nicht viel verpasst, aber trotzdem ist das halt blöd. Okay, dann töten wir jetzt mal die Sklaven. Wow, ich klinge echt komisch. So. Sklaven. Törichten. Oh, wer ist das denn? Akolyt Minichi oder so. Okay, 14 Credits, so. Hier ist der erste Behälter. Okay. Gut, der Toxin kommt rein. Bam. Und dann hier den ersten Wasserfilter. Ist das hier? Ah, ist auch nochmal so ein Nebenauftrag. Zerstört die Reserve. Wäre Wassertanks. Bam. Ist das hier? Erfordert Archäologe. So, ich bin kein Archäologe. Jo, ey, ganz ruhig. Ich will das alleine machen. Gut. So, gut. Da hinten. Warum können wir sie nicht gleich alle töten? Warum müssen wir die mit Toxin füllen? Und ich bin Stufe 13. Nice. Gut, aber ich werde nicht mein Aussehen ändern. Ich sehe so scheiße aus. Wenn alle drumherum besser aussehen. Oh, wie die Angriffe sehen so cool aus. Ich bin ja auch der Einzige, der sagt, dass die Angriffe cool aussehen. So, hier sind gleich die nächsten. Ihr habt keine Chance gegen Darth Haran. Also, ich heiße eigentlich noch Huran und noch nicht, dass Darth ist da. Aber irgendwann werde ich so heißen. Und Mann, werde ich so stark sein. Ich glaube, das kann man mit seinem Vermächtnis machen und dann heißt man, also da kann man auch so einen extra Namen sich holen. Na, stirb doch bitte. Zack. Gut, 144 Credits. Nice. Okay, da hinten, ne? Aber ich habe noch einen Wassertanks gesehen. Vielleicht habe ich auch welche verpasst. Aber jetzt klappt alles wieder. Oh, das ist nicht so schön. Ich nehm das Video übrigens gerade so am frühen Morgen auf. Ey, ich kam so verkatert aus dem Bett. Das könnt ihr mir nicht glauben. So verkatert. Ey. Das war meine schlimmste Nacht. Und ich habe echt was Komisches geträumt. Ich habe geträumt, dass ich zu meiner Oma fahre und dann dort halt übernachte und dass meine Schwester dann so richtig abgeht. Also ich habe eine Schwester und dass sie dann halt irgendwie uns angreifen will und sowas. Ganz komische Sachen. Also, was ich immer träume, ist echt immer das Schlimmste. Oh, hier ist noch ein Behälter. Warte. Und Angriff!
Jawohl. Wir haben auch so gar keine Chance. Was macht der? Reibt er sich da runter? So, fehlen ja nur noch einer. Alter. Seid Nervtypen. Gleich geht's besser. Ja, findest du? Ich glaube, wir können mit Wette auch reden. So diese Blase da unten. Hallo? Ja, Wette möchte unter vier Augen mit dir sprechen. Oh, die Spannung steigt mit uns. Okay. Brauchen wir nur noch da das Ding kaputt machen? Ah, geh weg, Alter. Warum müsst ihr mich gleich angreifen? Oh, der hat was Grünes gedroppt. Eine neue Hose. Ist auch besser. Gut. Und dann kann ich hier. Sieht das gut aus? Oh ja, die Hose sieht gut aus. Also hier kann man auch mehrere Outfits machen, also. Wenn man will, Ausrüstung als Kleidung nutzen. Oh nee, das sieht kacke aus. Ich habe hier noch ein Credit-Zertifikat. So, das kann ich dann verkaufen und dann bekomme ich Credits. Okay. Ich habe jetzt 2000, ist nicht viel in diesem Spiel. Deswegen müssen wir noch ein bisschen fahren. So, wir sehen uns beim letzten Wasserfilter. Letzte Wasserfilter. Und du verschwindest. Geh weg vom Wasserfilter. Gut. Und da nochmal Toxin rein. Okay, wir haben's. Kehr zu Lord Dwar zurück. Okay, aber ich gehe erstmal hier zur eigentlichen Quest. Zu der Hauptquest. Ey, ich will einen Sparrow machen. Kann doch nicht wahr sein. Okay, wer möchte denn mit mir sprechen? Commander Bridge. Hallo, Commander Bridge. Commander Bridge, zu euren Diensten. Lord Barras hat mich über euren Besuch informiert. Wie kann ich euch helfen? Das nenne ich Enthusiasmus. Was für ein braver Soldat. Lord Barras hat mich immer dafür befunden. Lasst mich euch auf den aktuellen Stand der Lage hier bringen. In letzter Zeit gab es in diesen Gebieten viele Unruhen. Allen voran ein brutaler Sklavenaufstand, bei dem bewaffnete Sklaven den umliegenden Dschungel überrannten. Sie haben ihre Fesseln zerstört. Dann sind sie keine Sklaven mehr, nicht wahr? Ich muss mich korrigieren. Ehemalige Sklaven. Niemand weiß, dass Lord Barras den Aufstand organisiert hat, um einen seiner Gegner zu schwächen. Und er möchte seine Beteiligung geheim halten. Nun drohen die Anführer des Sklavenaufstandes, Barras Beteiligung zu enthüllen. Es sei denn, sie bekämen mächtigere Waffen. Sie werden gierig. Sklaven. Sie sind niemals zufrieden. Ich wäre schon glücklich, wenn ihr dieses blöde Schockhalsband entfernen könntet. Vielleicht. Ich werde es ins Auge fassen. Wie ich sehe, wisst ihr mit Sklaven umzugehen. Man sollte glauben, sie wären schlau genug, einen Sith-Lord nicht zu erpressen. Lord Barras möchte, dass ihr genügend erpresserische Sklavenanführer ausschaltet, damit der Rest seine Entschlossenheit verliert. Okay, sie werden alle sterben. Ich töte jeden, den ich sehe. Ich hoffe, das schließt eure aktuelle Gesellschaft nicht mit ein. Keine Sorge, du bist in Sicherheit. Du musst dir keine Sorgen machen, Wett. Die Sklaven sind über das ganze Gebiet verteilt, aber die Anführer versammeln sich gerne in der Nähe des unvollendeten Koloss. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Ja. Ganz schön mutig, da rumzusitzen und zu warten, was? Ja, sag ihm das doch. Erzähl das dem Commander. Er freut sich sicher über deine konstruktive Kritik. Nein, ich denke, ich lasse ihn in Schande leben. Ach, so ist es auch, okay. Ja, irgendwann mache ich dir das Halsband weg. Keine Sorge. Aber erstmal bist Gerade du bei mir. Als man dachte, hier gäbe es noch nicht genug große Statuen. Ja. So, dann haben wir jetzt drei Sklaven, drei Anführer der rebellischen Sklaven umbringen. Okay. Okay, Spiel, komm runter. Da, Rebelle. Ihr werdet sterben. Und das wird ein Erfolg für mich. Meine Bezahlung.
Okay, nee, das ist gut für Kopfgeldjäger. Die würden das so labern. Haben wir schon einen, ne? Okay, wo ist denn noch ein Anführer? Da hinten. Ja, Angriff. Ja, einfach keine Chance. Und die Kämpfer sind irgendwie so belanglos. Es passiert aber nichts. Wo ist denn der letzte? Ich will euch alle nicht töten, sondern nur die Anführer. Das klingt so komisch. Da hinten. Sage dir, diese Rebellen, die sind keine Gnade entbunden. War es überhaupt richtiges Deutsch, Alter? Okay. Ich soll jetzt wieder zum Commander zurück. Ich will da auch hin teleportieren. Nö, ich muss da wieder hinlaufen. Ich will ein Sparrow. man merkt, ich bin echt kaputt. Sind wird wahrscheinlich auch keine, als ob keine Form 1 Folgen kommen. Wird wahrscheinlich erst nächste Woche kommen, wenn ich wieder in normale Kraft bin. Aber in der Zwischenzeit laden wir einfach normale Videos hoch, die jetzt keinen riesigen Aufwand haben. Da will ich nicht lang. Ich will ja außen rum. Gibt es ja auch so Heldenmissionen, die will ich dann auch machen, weil bekommt man da richtig geilen Loot und man kann auch so sehr viel leveln. Können wir ja hier gleich auch akzeptieren. Hier ist ja auch einer. Dann machen wir erstmal. Gehen wir erstmal zur Commander Bridge. Ah, ihr seid wieder da. Das lässt mich vermuten, dass heute viele Sklavenanführer gestorben sind. In der Tat. Sie werden Lord Barras nicht mehr belästigen. Ich erschaudere bei dem Gedanken an ihr Schicksal. Ich muss schon sagen, es ist sehr inspirierend, euch bei der Arbeit zu beobachten. Ihr habt auch gute Arbeit. Nochmal. Ihr habt auch gute Arbeit geleistet. Ihr wart eine große Hilfe, Commander. Danke. Es freut mich, das zu hören. Ich werde Lord Barras informieren, dass die Lage unter Kontrolle ist. Okay, kehrst du darf. Ja, wir möchten erstmal diese Heldenmission machen. Hey, mein Sith Lord, oder? Ich kenne mich mit euren Gepflogenheiten nicht so aus. Wenn ich so sehe, wie ihr Sklaven tötet und Wirbel macht, wie wär's damit, euch einen Haufen Credits zu verdienen? Ja, ich höre. Einen Moment kann ich wohl erübrigen. Also, Darth Vorthron sitzt im Rat der Sith. Und sein Schüler, Lord Cat, will aufsteigen. Also fängt er damit an, eine gigantische Statue seines Meisters zu bauen. Man ist aber so Lord komisch mit diesen Statuen. Der Meister davon erfährt. Also holt er seine Sklaven von einem anderen Planeten. Die Sklaven rebellieren und fertig ist der Schlamassel. Was haben wir halt denn davon? Wenn man billige Sklaven kauft, bekommt man eben eine Rebellion. Das weiß doch jeder. Und jetzt wird es kompliziert. Lord Cat will sein Gesicht wahren. Aber im Geheimen. Er ruft also mich und meine Söldner. Als wir ankommen, haben die Sklaven ein paar von diesen riesigen Industriebohrern gekapert und stehen im Begriff, die ganze riesige Statue abzureißen. Unser bestes Team geht also mit Sprengstoff rein, um die Bohrer hochzujagen. Und die Sklaven bringen einfach alle um. Ich habe einen großen Haufen Credits für denjenigen, der sich die Sprengsätze schnappt, sie an einem Großbohrer befestigt und die Sklaven so lange abhält, bis das Ding hochgeht. Ah. Ich verstehe, was du meinst. Okay. Ah, ist ja gleich unten. Hier unter der Brücke einfach. Ja, damit du es auch direkt siehst. Ja, einfach hier runterspringen. Fuck. Fuck. Boah. Es gibt wirklich Fallschaden. Scheiße. Aber es war. Harte Arbeit. Es war eine. Echt in Ordnung. Die Landung. Okay. Ist hier Sprengstoff? Ja, hier ist ein Sprengsatz. Right. Bringen den Sprengstoff an einen Bohrer. Okay, wo ist denn der Bohrer? Da leuchtet was. So.
Bing! Oh. Rebellen! Rebellische Sklaven! Ja. Ja, man merkt auch schon, sie sind ein bisschen stärker als die anderen. Ist auch ein Level unter mir. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist Vett? Ach, Vett ist tot! Oh nein! Scheiße! Vett ist tot! Fuck, hätte ich sie mal nicht. Hätte ich dann mal nicht so unterspringen sollen. Scheiße! Oh fuck, das ist haarig. Stirb bitte. Nein, es kommt noch mehr. Oh, Vett, ich brauche deine Hilfe. Oh nein. So, als ob da jetzt wieder Gegner sind. Die waren davor nicht. Na gut, ihr verschwindet hier. Au, 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 au. Dann machen die einen Schaden, Alter. Ich hoffe, ich krieg die Quest überhaupt hin. Okay, ich spring mal bis zum Generator wieder. Also bis gleich. Okay, ich bin jetzt wieder beim Generator angekommen. Also platzieren wir das Gerät und die Rebellen wieder auszulöschen. Jetzt müsste es ja einfacher klappen mit Vett. Mit Vette. Los, Vette! Hilf mir! Wie wird sie eigentlich richtig ausgesprochen? Vette oder Vett? Alter, der eine mit 3 Frames läuft hier um die Gegend. Okay, jetzt kommen hier noch mehr. Und die haben alle keine Chance. Wieso schreibt man eigentlich hier immer noch Sklaven, wenn das eigentlich keine mehr sind? Die laufen hier einfach nur frei rum. Also sind es nur Rebellen. Rebellen eliminieren. Oh, hier ist der Anführer. Zuchtmeister der rebellischen Sklaven. Na, komm schon. Der sieht richtig hässlich aus. Der sieht ja hässlicher aus als ich. Der hat aber krasse Angriffe. Nein! Schubst mich hier nicht weg. Oh, jetzt sind hier noch Gegner. Oh fuck. Oh, das wird hier spannender Fight, Alter. Ich drücke einfach irgendwelche Tasten. Da wird schon klappen. Aber Junge, wenn hier nicht 100 Leute sind. Fuck. Stirb doch bitte alle. Nein. Als ob. Ach, fick dich doch. Nein. Nein, lass mich doch in Ruhe. Alter, ich baller den an. Nein, 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 nein. Ach, come on. Gut. Dann schneide ich mal wieder. Boah, war das ein Fight, Alter. Oh, Junge, Junge. Alter. Der war wirklich nicht einfach. Okay, wir können jetzt hier auswählen. Zwischen requidierte MK2 Tresorkiste des Volverts oder des Züchtigers. Ich nehme mal das erste. Und wir sind Level 14. Okay. Öffnen wir mal die Kiste. Wow. Also, ist besser, aber sieht scheiße aus. Kann ich gleich verkaufen. Und nein, Wett, du bekommst das nicht. Das sieht scheiße aus bei dir. Okay. Boah, endlich. Okay, dann teleportieren wir uns mal hier hin und gehen mal dann schnell noch zu dem anderen Auftrag und beenden den. So, Lord Dwarf, ich habe verstehe nicht, warum alles. Es nicht funktioniert hat. Meine Messungen waren stets exakt.
Diese Sklaven sind wohl schwächer, als ich dachte. Sie sterben sofort an dem Quell, das ihr ihnen verabreicht habt. Vielleicht ist es besser so? Ja. Das war nicht mein Werk. Nein, ich wollte nicht drei sagen. Ihr müsst euch nicht rechtfertigen. Ich lege euch nichts zur Last. Meine gesamte Forschung war vergebens. Ich wollte das nicht drücken. Aber gut. Ihr habt getan, was ich von euch verlangt habe und eure Bezahlung hängt nicht vom Ergebnis ab. Hier, nehmt eure Credits und geht. Ich muss nachdenken. Alle Experimente hat leider versagt. Aber nicht wegen ich. Wegen mir. Oh, ich kann jetzt hier wählen. Okay, ist alles das Gleiche. So. Oh, das ist das erste. Das erste Relikt des Glücksschatzes. Alright, wo ist denn ein Händler? Weil ich will noch schnell kurz zum Händler gehen. Nochmal mal den Schrott verkaufen. Danach. Okay, hier ist ein Händler. Sanitätsdruide. So, Schrott verkaufen. Oh, 7000 haben wir jetzt. Gut, jetzt hier noch den Schrott. Okay, 8000. Ja, und dann hier noch. Gut. Und das ist ja auch. Das ist ja Schrott. Oh, warte, ich kann noch was. Wette geben. Hier, bitteschön, Wette. Soll das ein Witz sein? Sorry.